Ja, genau mit dem Kind wollen wir reden. Bei dem lassen wir die Echsenschwänze kontrollieren. So. EP-Fähigkeiten. Chronostasis. Nehmen wir mal hier rein. Fang, bist du hier? Irgendwie nicht. Das deprimiert mich ja schon wieder ein bisschen. I'll appraise anything you aren't sure about. If I want to make my dreams come true, I've got to be at least a better appraiser than my father was. I know that's what he would have wanted too. If you find any treasures in the ruins or out in the desert, please bring them to me to be appraised. Want me to appraise anything odd for you? Now this is valuable. You'll be able to sell it at a good price. Come back whenever you. Come back whenever you find. No one really knows what happened to my dad after he went missing, but. Ah, da ist Feng. Schön. Hi. Lightning and I are heading to the ruins first. Now get off your lazy bums and get ready for one hell of a gold rush. Got it? Yeah. I got it. Gut. Wir porten uns dann jetzt, um mal ein bisschen nachzudenken. Moment, abbrechen. Also eigentlich Tafelschrein, Atmosphäre. Eigentlich müssen wir jetzt in die Todesstätte der Kolosse oder so. Ja. Und irgendwo bei der, also irgendwo bei der Temporuine Nordtor. Steht der Ramon. Ich glaube, da porten wir uns jetzt einfach mal hin. So, Tempelstätte, Nordtor. Das ist, Nordtor. Das wäre hier. So, da müsste jetzt dieser Ramon stehen. Das ist der, der gepennt hat. What do you think you're doing, blundering around here and interrupting my precious sleep? You lost or something? Just looking for a story. I hear that you once had big dreams of striking it rich. Whatever dreams I had have been lost under the sands. Then why stay? Why stick it out in the desert? I owe it to my wife. She's gone now, but the one thing she valued more than her own life. Is still out there in that desert. If I could just get it back, I'd be gone from here and never look back. What could be so important? Her arithmometer. Back when she was alive, back when we still had our shop, my wife was in charge of keeping the books. I never was good at numbers. But my wife, Monica, she lived by that arithmometer. We're gonna have great sales this month. Next month will be the one for us. Plugging numbers into that silly thing of hers. All with the most joyous smile you've ever seen. That smile of hers. That was my real treasure. And then one day those monsters stole my treasure away from me. Everything ended. My business. My life. I lost Monica. And her smile. Now the only wares I have to sell to anyone are regret and despair. I see. I'm sorry. Do you really think you'll be able to move on if you find your wife's memento, though? Sure as the desert's dry. If I could just find that arithmometer for her, I'd be done with this place in a heartbeat. You should consider looking for that arithmometer. Help Ramon move on, and you might be able to save him. But Ramon's been looking all this time and never found it. It seems it won't be easy to get back. Ach, das sagst du, Ho. So. Ich hätte jetzt gerne einen Kampf. Mal ganz kurz auf die Karte gucken, wo ich überhaupt hinlaufe. Natürlich prompt in die falsche Richtung. Aber wirklich so, weißt du, so... Oh. Prompt 100% in die falsche Richtung. Oh!
Nein, nicht die Musik. Im Ernst jetzt? Nein, die Musik. Alter, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt muss ich Orientierung haben. So, ich muss geradeaus laufen. Nein, so geradeaus, oder? Naja, fast. Wir sollten definitiv aber jeden Kampf mitnehmen, den wir kriegen können. Himmel. Ja, weiter da entlang. Ich hätte jetzt gerne so Kragnatsch oder so ähnlich. Aber irgendwie. Ich leide echt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich muss mich von dem vergiften lassen, fällt mir gerade ein. Oh, da ist eine Dings. Und eine Eidechse. Ey, diese Musik, ne, die macht mich echt aggressiv. Oh, da ist ein Chaosherd, das ist gut, ich brauche Punkte. Ja klar, dass das jetzt wieder schlecht abschließt. Viele Punkte waren das jetzt auch nicht. EP-Fähigkeiten, Chronostasis. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Hand, I suppose it's something you'll be able to spot from far away. If you can't see it now, then I guess you're not even close to being in the right area. Okay, hier ist nichts. Hier sind Eidechsen. Ah, da hinten ist so ein Ding gespawnt. Ich verstehe das einfach nicht, womit wir solche Musik verdienen. Ich meine, die war in 13.2 schon schlecht. Ja, Karte ist richtig.
Nee, ja, gegen dich kämpfe ich ganz bestimmt nicht. Erstmal speichern. Ja. Und jetzt Chronostasis. Also rennen wir hier mal schön außen rum. Nachricht einer verstorbenen urplötzlich tauchte aus dem Sturm. Oh, Kiste, das ist viel interessanter. Ein Monster auf und stürzte sich auf unsere Händlerkolonne. Die meisten meiner Mitreisenden haben den Angriff nicht überlebt. Auch ich bin nur schwer entwundet, entkommen. Obwohl, lass dich mal anrüpsen, Lightning. Los. Nein, nimm mal, das war jetzt falsch. Du sollst anrüpsen. Komm schon. Vergiften dich schon. Komm schon. Ja. Sehr gut. Das war jetzt richtig oder nicht? Nektar Typ 2 sollte ich bei Vergiftung einsetzen. Ich habe das Arithmometer. The Arithmometer. It doesn't seem to be working. That must be it. The thing Ramon was looking for. His last memento of his wife. It's broken. But it wouldn't hurt to take it back to him. Jetzt sag nicht, da steht direkt so ein Schokobuchwasser hier vor der Tür. Doch. So eine Scheiße. Hey, Eidechs-Töterin erhalten. Ich brauche 4 Punkte, ne? Ja. Rede ich mal mit dir. Nachricht einer Verstorbenen. Unsere Händlerkolonne wurde von einem Monster angegriffen. Meine Mitreisenden wurden nach dem anderen zerfleischt und auch ich bin schwer verletzt, doch ich habe Hoffnung in mir. Denn mein geliebter Mann ist in Sicherheit. Ramon wird das Geschäft auch nach meinem Tode weiterführen und der beste Händler der Welt werden. Lebe wohl, geliebter Ramon. Ich werde dich auf immer lieben. Wie komme ich jetzt an dir vorbei? Mach mal einen lukrativen Vorschlag, genau. Ich komme einfach reingerannt. Dann rennen wir wieder raus. Fang, weg hier. Wir wollen mit dem nicht spielen. Und zwar ganz bestimmt nicht. So. Warum habe ich eigentlich so wenig Leben? Hier, Kämpfer gegen das Moped. Das sieht friedlich aus. Verhauen wir erst die Äste. Und dann dich. Hops, Musik. Light's life is the greatest treasure. Was hat die das jetzt echt gesagt? So, dann haben wir die Mission auch abgeschlossen. So gesehen. Als nächstes wäre dann Lebensdauer einer Maschine. Aber ich glaube, dafür müssen wir irgendwelche Gegenstände sammeln. Wovon einer hier ist in der Nähe, da laufen wir mal hin, würde ich sagen. Also falls ich mich jetzt nicht vergucke, ist das hier. Aber wir können auch mit der Statue, die da vorne steht, uns porten. Das finde ich sogar gar nicht mal so schlecht.
Und vorher laufen wir zu diesem Punkt, wo das sein könnte. Also was wir da einsammeln müssen. Reminds me of the old days, fighting together. Sie hat mal was gesagt. So, komm du erstmal her hier. Habt ihr schon gesehen, ich habe Vorsehung gefärbt. Sieht so scheiße aus. Ich werde da wahrscheinlich noch eine andere Farbe für nehmen. So, hier ist das Item anscheinend. Energieeinheit, ja. So, jetzt aktivieren wir aber erstmal die Statue mit unserer göttlichen Macht. So. Und dann gucken wir nochmal bei Kampfgarnituren rein. Ach, so ein dunkelblau sieht auch nicht schlecht aus. Schwarz. Aber interessant, wie viele Farbmöglichkeiten wir hier haben. Und bei anderen Outfits können wir teilweise nur einen Teil einfärben. Ich meine, guckt euch erst an, wie das normal aussieht. Also da ist es so schon besser. So, und von hier machen wir mal zum Nordtor. Zurück zu dem Immis. So, machst du hier? This is my wife's. I'd know it anywhere. The arithmometer that she so loved. You've got your wife's memento back, so now you can leave the desert anytime you want. Isn't that right? Like I've got any place else to go. Anyway, it would have been better if you'd just never found it. I want to say goodbye to the desert where my wife died. But I don't want to leave the desert where she lived. Don't you see? Now what am I supposed to do? That's up to you. And if you can't figure it out yourself, well, then why don't you just think about what your wife would have wanted for you? What Monica would have wanted is she always wanted me to make it out here as a merchant. Me and my shop. She wanted to help me achieve my dream of striking it rich. I guess you have your answer. If you're going back into business, how about I be your first customer? Yeah. I'd like that. After all, I owe you. You brought me back. You brought our dream back to life. Kein Ding. So, what would you like today? Sowas hat er also. Ach komm. So. Das war krass. Geschäften? Ja. Ansonsten haben wir ja nichts, was wir verkaufen können, oder? Nö, ich würde sagen nicht. Die ganzen anderen Objekte behalte ich erstmal. Wunder, Gelantine, Hilfe, ey.
Dann wollen wir jetzt in die Siedlung. So, dann. Little Sandbird told me what you've been up to. You've been busy, haven't you? But is it true? Is old Ramon open for business again? All I did was help him get back onto his feet. Helping him at all is more than enough. The world's a pretty hard place to live in these days. You don't see a lot of people helping each other out. If there were more good eggs like you around, maybe this place wouldn't have ended up the ghost town that it is. Someone's gotta be the first to start. Why not you? Why? Because I'm a ruthless, greedy salesman. I don't do a thing if there's no profit in it. Are you sure? For someone who claims to be a ruthless salesman, you look pretty happy to hear about your rival's return. That's ridiculous. He'll be out of business again in a week, I'll bet. If he does manage to cut it somehow, a competitor might help me stay on my toes. I'll say this, my wares and my service will both be better than ever. I certainly hope so. Don't let me down now. Hey. Schlangenhut erhalten. Oh, you again. Warenangebot wurde aktualisiert. Gigatrank. Okay. Mega-Ei-Heilmittel. Kaufen wir die mal. So. Konkurrenz. Die letzten und jetzt gehen wir nochmal hoch. Zu dem kurzen. Wir haben ja nochmal ein, zwei unbewertete Objekte gekriegt. Okay, ein Ether und eine Bronzemedaille erhalten. This is valuable. You'll be able to sell it at a good price. Come back whenever you find any trip. Jo, danke, danke. Hey. This is Lightning. She's new. Ich weiß. Gut, wir haben Tag 6, noch 6 Tage, alles ist tutti frutti. Es fehlt nur noch Fangs Mission, dann haben wir die 13 Tage. Hat sich an unserem Style nichts geändert. Aber ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier erstmal. Und mein Plan ist so gesehen eigentlich durchgearbeitet. Ich war in Luxerion, wo ich nicht so erfolgreich war, wie ich es gehofft hatte. Ich war in Yusnan. Ich war in den Wildlanden. Ich war jetzt bei Fang. Jugendforsch habe ich die Items checken lassen, ich habe Konkurrenz gemacht und ich habe Traum seiner Frau gemacht und ich brauche jetzt also noch Lebensraum einer Maschine, die Items finden. Darum kümmere ich mich aber bei der nächsten Aufnahmesession und um 0 Uhr müssen wir wieder nach Luxerion, um die Geister zu finden und die Katzenmission zu machen. Die mit dem die zweite von dem Bücherwurm können wir ja noch nicht machen, weil wir mit alter Freund noch ein paar Mal reden müssen. Was mich persönlich sehr, sehr, sehr stört. Aber naja. Also dann, ich wünsche euch was und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Lightning Returns. Bis dann. Ciao.